Der nächste Redner kommt von der ÖVP, Nikolaus Berlakovic. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, wenn man das Thema Uhudler anspricht, dann erntet man oft Schmunzeln und von manchen Menschen, die sagen, naja, eine nette Sache, aber wir haben wichtigere Themen. Ich darf Ihnen nur sagen, dass es hier bei dem Thema um mehr geht als um ein paar Flaschen Wein. Es geht um die Entwicklung einer extrem strukturschwachen Region. Die Bezirke Güssing und Jennersdorf, das südliche Burgenland, sind gekennzeichnet von einer enormen Abwanderung, von einer riesigen Arbeitslosigkeit, von einer auch wirtschaftlichen Strukturschwäche. Und diese Regionen ringen darum, lebensfähig und vital zu sein. Und der Uhudler ist so ein Zugpferd dieser Region, die der ganzen Region einen neuen Mut einhaucht. Daher geht es um weit mehr als Weinproduktion, sondern es geht darum, dass eine Region einen Impuls bekommt und voranbringt. Der Bezirk Güssing hat beispielsweise nicht einmal einen Eisenbahnanschluss. Also man sieht, wie schwierig die Region ist. Und daher bemüht man sich, in der Region selbst Initiativen zu entwickeln, damit es den Menschen dort besser geht. Vielleicht waren Sie am vergangenen Woche im Südburgenland, ein Stück vom Paradies, die sogenannten Paradiestage, erfreuen sich enormer Beliebtheit und sind ein Teil einer Strategie dieser Region, zu sagen, wie können wir unsere Stärken hervorheben, besondere regionale Spezialitäten, Lebensmittel, Weinprodukte der Bevölkerung, den Gästen präsentieren, um eben mehr Wertschöpfung in der Region zu lassen und eben Arbeitsplätze zu sichern. Es geht schlicht darum. Und diese Paradiestage am letzten Wochenende, vielleicht waren Sie dort zufälligerweise, haben sich in den letzten 10 Jahren, seit 10 Jahren gibt es dieses Festival, enorm entwickelt. Und es wurde von den Veranstaltern gesagt, ein Besucheransturm, wie man ihn noch nie erlebt hat. Weil die Menschen sind extrem freundlich im Südburgenland, sehr gastfreundlich. Und die Qualität der Produkte ist wirklich besonders hervorhebenswert. Und darum geht es in der gesamten Strategie. Was ist denn das? Hat es denn da mit dem Uhudler auf sich? Das ist eigentlich die amerikanische Rebe, eine Direktträgerrebe, die gegen die Reblaus resistent war. Und als sozusagen Edelsorten gezüchtet wurde, war es das europäische Ziel, diese Direktträgerreben zu verdrängen, auch aus der europäischen Weinmarktordnung, und eben auf diese Edelsorten zu setzen. Jetzt ist es aber mittlerweile so, dass der Uhudler, der früher sozusagen verleumdet wurde, nämlich dass es kein hochwertiges Produkt wäre, sich mittlerweile herauskristallisiert hat, weil er eben regionstypisch ist in den Bezirken Güssing und Jennersdorf, dass es ein besonderes und hervorragendes, ja auch Nischenprodukt ist. Ein besonderer Geruch nach Walderdbeeren und Himbeeren und verleiht ihm schon eine einzigartige Sache. Und daher ist es wichtig, dass man dieses Geschäftsmodell, das dort die Bauern entwickelt haben, unterstützt. Denn es ist eine große Unruhe entstanden in der Region, dass sozusagen der Uhudler bedroht wäre und auslaufen würde. Die Regelung, die damals gemacht wurde, nämlich bis zum Jahr 2030, hat viele beunruhigt, weil es ja darum geht, nachzupflanzen in den Weingärten oder eventuell sogar neue Weingärten auszusetzen. Man sieht, dass sich früher 100 Betriebe damit beschäftigt haben. Jetzt zählt der Verein 320 Mitglieder. Das heißt, mit steigender Tendenz, es gibt ein einheitliches Etikett. Und die Region vermarktet hier gemeinsam diese Sache und hat dadurch einen Aufschwung bekommen. Ich habe die Paradiestage erwähnt. Aber auch viele Buschenschenken, Tourismusbetriebe und so weiter profitieren davon. Und es hat sich zu einer Marke im Südburgenland entwickelt. Und ich darf ergänzen, um die Paradiestage, ein richtiger Veranstaltungsreigen findet statt. Im Juli das Uhudler Sommerfest, im September ein Kellerviertelfest in Elkendorf, ein Uhudler Sturmfest in Heiligenbrunn im Kellerviertel, eine Uhudler Tour. Das heißt, da gibt es einiges zu erleben und die Einzigartigkeit dieser Region, den Liebreiz auch kennenzulernen. Und ich meine, es ist wert, dass wir hier das unterstützen und dass wir diese Chance auch nutzen. Und worum geht es da von der Rebfläche? Österreich hat eine Rebfläche von 45.000 Hektar und die aktuelle Uhudlerfläche beträgt 50 Hektar. Also im Vergleich der Anbaufläche ja verschwindend gering. Eben ein besonderes Produkt für eine Region. Und dass die Region sehr kreativ ist, zeigt auch die Produktpalette, denn neben dem Wein gibt es eben Liköre, Säfte, Met, Essig, Marmelade bis hin zu Uhudler Käse, Blauhudlerkäse, aber auch Pflegeprodukte. Das heißt, die Region bemüht sich sehr, diese Kreativität zu nutzen. Und jetzt wurde eine Lösung vorgeschlagen, gemeinsam auch vom Bundesminister Rupprechter, wo das Weingesetz hier im Nationalrat novelliert werden soll, damit aus dem Uhudler ein Obstwein wird und damit diesen europäischen Regularien entspricht.
Und der zweite wichtige Punkt ist, dass es eine geografische Ursprungsbezeichnung gibt, also einen Schutz für den Uhudler in der Region Güssing und Jennersdorf. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist eine wichtige Initiative für eine wirklich strukturschwache Region, die darum ringt, den Menschen eine Perspektive zu geben. Herzlichen Dank. Sagt Nikolaus Berlakovic von der ÖVP. Beim Erhalt des Uhudlers ging es nicht nur um eine Weinsorte, sondern um den Erhalt einer ganzen Region, der Uhudler sichere Arbeitsplätze.